Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurzeit dreht sich bei mir alles um Hogwarts Legacy. Vor ein paar Stunden wurden neue Inhalte zu Hogwarts Legacy geleakt und wir werden uns ein paar Bilder angucken, die geleakt wurden. Darunter sind Bilder aus dem Guidebuch, was wir physisch kaufen können. Am 15.03., soweit ich mich nicht irre, können wir dieses Buch kaufen. Und ja, Inhalte aus diesem Buch wurden jetzt veröffentlicht und diese kursieren gerade auf Twitter rum. Lass mal direkt reinschauen, was das ist. So viel kann ich sagen, es sind super interessante und diskutable Inhalte am Start. Falls ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann würde ich auf jeden Fall euch raten, jetzt abzuschalten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Natürlich würde auch ein Like den Algorithmus pushen und am besten ihr kommentiert auch noch mit eurer Meinung. Aber lasst nicht lang schnacken, ich würde sagen, let's go. So, das erste Bild ist da, Freunde. Was sehen wir hier? Wir sehen hier verschiedene... Ich würde jetzt mal sagen, Zauberer, Mäntel und Anzüge in Kombination mit diversen kosmetischen Inhalten. Ich denke, dass das die ersten 2, 4, 6, also 12 Skins sein werden, wenn wir das so sagen können. Ein paar sehen richtig cool aus. Das ist der zweite Leak, der jetzt tatsächlich nicht aus diesem Buch stammt, sondern aus einem In-Game-Szenario. Und wir sehen den Gregory Smarmy als Ravenclaw. Was daran interessant ist, gehen wir jetzt einmal durch. Hier oben haben wir die verschiedenen Stats. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir können mithilfe von Perks unsere Kleidung aufbessern und dadurch dann auch unsere Gesundheit, unsere Defensive und unsere Attacke verstärken. Wir sehen, dass wir hier zum Beispiel einen Schal tragen können, dass wir den Umhang tragen können und generell auch ein Outfit haben. Daneben haben wir unser Tierwesen, also Flying Mount, womit wir dann fliegen können, plus unseren Broom, aka Besen. Was direkt auffällt ist, dass wir auf dem Besen hier schon ein blaues Icon haben. Das sieht so aus, als ob dieser Besen mit einem Perk verbessert wurde. Oder dass da einfach irgendwie ein Favorit ist. Also kann sein, dass das auch einfach die Anzeige für favorisierter Besen ist. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber in die Richtung könnte es gehen. Das viel, viel Wichtigere an der Sache ist aber, dass wir hier bei Robe and Cloak, also unser Mantel, dass wir dort noch kein Perk haben. Bei Outfit ebenfalls nicht. Was ich mich aber frage, und das ist eigentlich generell in diesen RPGs fast immer so, warum können wir nur, weil wenn wir uns hier alles mal anschauen, wir haben hier bei Gloves, also Handschuhe, bei Face, also sowas wie Brille oder Headwear, sowas wie eine Mütze etc., haben wir keine Auswahlmöglichkeiten von Perks, sondern lediglich bei diesen beiden hier ist ein Perk bestimmt im Overlay. Was dann die Frage ist, A, warum haben wir das nur für den Mantel und B, warum haben wir ein Gesamtoutfit. Eigentlich ist es ja in den RPGs oder RPGs so, dass man Oberteile von Unterteilen, also sowas wie Hosen, getrennt hat und in der Regel dann auch Handschuhe, Hosen oder auch andere kosmetische Sachen dann mit Perks bestückt werden können. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ich frage mich halt, ob das dann noch kommen wird, ob das ein sehr, sehr alter Screenshot ist oder ob das dann tatsächlich auch in dem Spiel dann so passieren wird. Lasst mal gerne einen Kommentar da, was denkt ihr? Werden wir nur unser Mantel plus das Gesamtoutfit mit Perks bestücken können? Oder wird es am Ende detaillierter und wir können andere Accessoires, wie zum Beispiel unsere Handschuhe, auch noch mit Perks bestücken? Daneben haben wir unseren Zauberstab, der wird also visualisiert. Das finde ich ganz cool in dem Charakter-Overlay, dass wir auch nochmal unseren Zauberstab, den wir ja auch in Wizarding World, wenn wir die Konten verknüpft haben, dann auch sehen können. Also Freunde, das ist eine Übersicht von Zaubersprüchen. Ich habe keine Ahnung, woher das stammt. Eventuell auch aus dem Spiel direkt als Screenshot, vielleicht in irgendeiner Wand, dass da diese Tafeln hängen. Oder auch aus diesem Guide, aus diesem Buch, was man sich dann ab März bestellen kann. Hier haben wir definitiv einen Screenshot aus diesem benannten Buch von mir. Das ist jetzt nur auf Englisch und gibt es leider auch bisher nur auf Englisch, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, Französisch war auch noch da, aber Englisch
habe ich dann nur gesehen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Map, Freunde. Die Map scheint ziemlich groß zu sein, weil hier ist so ein kleines Fleckchen, das sieht mir sehr, sehr nach Hogwarts aus. Und der Rest scheint die Open World zu sein. Am Ende stellt sich natürlich die Frage, ob wir da auch wirklich alles erkunden können. Laut Entwicklern können wir alles erkunden, was wir sehen. Das heißt, das ist schon mal stark. Hier haben wir nochmal ein Bild aus dem Hogwarts-Schloss. Ja, sieht schick aus. Auf jeden Fall cool. Aber man kann daraus ableiten, dass die Map wahrscheinlich sehr, sehr groß ist. Ein weiterer Leak von Twitter, exklusiv für euch, sind nochmal hier die beiden Professoren, also Mirabel Garlic und Dinah Hackett. Haben wir genug zu erfahren, deswegen brauchen wir es nicht sehen. Was noch interessant ist, hier sind noch ein paar Bilder aus verschiedenen Sequenzen in Hogwarts. Das ist der altbekannte Raum der Wahrsagerei, haben wir auch in den Filmen gesehen. Das hier lässt sich mir nicht erschließen, was das ist. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Und das hier sieht mir sehr nach dem Raum der Zaubertränke aus, wo der Unterricht stattfindet. Hier haben wir ein sehr interessantes Bild. Hier wird einmal mithilfe von einer Legende erklärt, was denn hier auf der Map zu sehen ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Hogsmeade ist, weil es sieht relativ, ja, dörflich aus. Also vielleicht ein weiterer Teil eines anderen Dorfes, was wir erkunden sollen, müssen, aka dürfen. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch Hogsmeade. Hier haben wir nochmal ein Bild, was dieses Ganze visualisiert. Als nächstes, Freunde, haben wir ein jahreszeitbedingtes Bild in Hogwarts Legacy. Hier ist ein Bild in Hogwarts, wo Weihnachten ist, also schon weihnachtlich geschmückt. Und auch das Dorf Hogsmeade ist sehr, sehr weihnachtlich geschmückt. Das heißt, wir werden definitiv auch solche, ich würde jetzt mal sagen, Events in-game haben, wo dann jahreszeitabhängig solche Festlichkeiten wie zum Beispiel Weihnachten oder auch vielleicht Neujahr, Ostern, was auch immer stattfinden. Das finde ich ist sehr, sehr cool. Also es war ja schon klar, dass wir jahreszeitenabhängige Witterung haben werden, aber dass dann auch solche Events stattfinden und dementsprechend die Open World, aber auch Hogwarts designt sind im Spiel, finde ich, ist einfach nur der Hammer. So, hier haben wir einen Grundriss von Hogwarts Legacy. Wenn wir uns das mal so anschauen, erinnert mich das sehr an eine Piratenkarte. Also so eine Schatzkarte oder was auch immer. Was aber richtig cool ist, wir sehen direkt, wo unsere verschiedenen Gemeinschaftsräume sind. So haben wir beispielsweise hier den Gryffindor-Turm. Hier haben wir den Hufflepuff-Raum. Hier ist ein Slytherin-Dungeon. Hier ist unser Ravenclaw-Turm. Und ich denke mal, da unten, weil hier ist das Slytherin-Zeichen, geht es dann auch vom Tunnel in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ich hatte schon ein Video gemacht, was ich euch jetzt oben verlinke zur Größe von Hogwarts Legacy. Also da wurde die Map revealed durch eine richtig geile Technik von so einem Dude. Checkt das auf jeden Fall aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, aber deswegen brauchen wir auch gar nicht so krass jetzt hier auf die Map eingehen. Also schaut sie euch an. Es ist wirklich ähnlich wie auch schon in dem Video davor beschrieben. Es gibt hier eine Menge zu entdecken und vom Design her gefällt mir das sehr, sehr gut. Hier haben wir nochmal Illustrationen von, ich würde sagen, Kampfgeschehen. Das sieht mir alles sehr, sehr düster aus, als ob hier gefightet wurde oder wird. Beziehungsweise es kann auch sein, dass dort schon Angriffe von den Kobolden stattgefunden haben oder whatever. Diese Illustration zeigt uns einen Drachen, der hier wahrscheinlich schon mit dermaßen viel Feuer gespeit hat, dass wir diesen zähmen müssen, aka bekämpfen müssen. Keine Ahnung, aber ist eine nice Illustration und darauf freue ich mich auch sehr. Ich hoffe am Ende, dass wir den Drachen zähmen können und es wäre so cool, wenn wir mit ihm rumfliegen könnten in der Open World. Das wäre wirklich der Hammer. Das sieht für mich aus, als ob hier ein Drachenei versteckt wäre. Dieser Zauberer erinnert mich von hinten etwas an Eliza Fick, der schon vorgestellt wurde.
Und das mache ich daran fest, dass er halt die grauen Haare hat und das passt zu seinem Haarschnitt, was wir bisher so gesehen haben. Keine Ahnung, was das wirklich ist, aber für mich könnte es wirklich ein Drachenei sein, was wir vielleicht, und das wäre auch richtig geil, einsammeln können, wenn wir hier irgendwie eine Rätsel lösen, was wir einsammeln können und dann auch breeden könnten. Das wäre auch richtig, richtig cool. Als nächstes haben wir nochmal so eine Beschreibung im Buch der Geister von Hogwarts Legacy. Ich denke mal, hier zum Beispiel steht Sir Patrick Delaney Pottermore. Das ist dann dieser Geist hier. Da steht einfach, welche Geister in dem Spiel vertreten sind. Das finde ich ist auch sehr cool, weil ich finde die Geistergeschichten immer sehr, sehr nice. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Alright, Freunde, das war jetzt der neue Content, der auf Twitter geleakt wurde. Einige coole Sachen wieder am Start. Das mit den Perks ist wirklich die größte Frage für mich. Ja, lasst mal einen Kommentar da. Was meint ihr? Werden wir am Ende mehrere, ich sag jetzt mal, Teile unserer Kleidung mit Perks bestücken können? Oder wird es dann nur die Robe sein, also der Umhang sein und das Outfit? Oder werden da noch mehr Sachen reinspielen? Ich frage mich auch, wie es mit den Zauberstäben am Ende ist. Weil es könnte natürlich auch sein, dass wir dort eventuell auch nochmal irgendwie spezielle Perks haben. Oder tatsächlich dann einfach nur die Zauberstäbe XY, die alle im Spiel zu finden sind, beziehungsweise in Kämpfen ergattert werden können oder was auch immer. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut.